Von Karies superficialis spricht man, wenn sich die Karies noch im Anfangsstadium befindet. Sie tritt dann nur oberflächlich auf und verursacht noch keine Schmerzen. Diese Kariesform beschränkt sich nur auf den Zahnschmelz und greift das Dentin nur leicht an. Es handelt sich bei Karies superficialis um Schmelzkaries mit einem keilförmigen Strukturdefekt. Bei der Karies superficialis ist aufgrund des Mineralverlusts ein Schaden an der intakten Zahnoberfläche entstanden. Die Schäden an der Zahnoberfläche sind ein ideales Versteck für Bakterien, die sich dort ungehindert ausbreiten können. Sie begünstigen Plaque, der durch die bakteriellen Säuren nicht mehr neutralisiert wird und daher zu weiterem Mineralverlust führt.